Sehr liebe Internet-Userin, ich habe mir erlaubt, zu dem Thema ein Video zu machen, das Leitfink mit der Schwangerschaft an. Für Interessierte, das ist eine Zahnforumfrage, ich habe unten den Link eingeblendet. Du schreibst, du hast also einen Gesichtsschmerz und das Ganze fing 2018 an. Du warst beim HNO, du warst bei verschiedenen Ärzten und keiner kann dir wirklich helfen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das, was ich sage, ob das für dich so zutrifft, aber ich erlebe das häufig in der Ordination, in der Praxis, bei jungen Müttern und werde jetzt ein Bild malen mit verschiedenen Worthülsen. Bitte klammer dich nicht fest an einzelne Worte, sondern ich will dir ein Bild malen, was ich häufig erlebe. Es wird ein bisschen was gesellschaftlich, ein bisschen was gesellschaftspolitisches sein und am Schluss hoffe ich, dass ich dir ein bisschen helfen kann zur Klärung deines Schmerzes. Was ist das Problem in der heutigen Zeit im Sinne am Ende einer Hochkultur? Zuerst du denken, was heißt Hochkultur und am Ende? Wir, die Menschheit, die bewegt sich immer von einer Hochkultur zu anderen und man kann da so ein paar Phänomene ausmachen, die man am Ende einer Hochkultur immer beobachtet. Das ist zum Beispiel die Dekadenz beim Essen nimmt zu. Die Bildung der Exekutive ab, die Anzahl zu, das waren in Rom die Hilfslegionen, die Geschlechterzuordnung nimmt ab, das heißt, wir sprechen heute von Metrosexualität und Emanzipation. Im alten Rom oder in Griechenland durften Frauen politische Ämter bekleiden, hielten sich Männer, junge Männer, also homosexuelle Kontakte. Das heißt, man kann, und ich gehe da jetzt gar nicht so in die Tiefe, aber wir bewegen uns immer in so Mustern. Und ein so ein Muster ist, dass am Ende einer Hochkultur die Gesellschaft auch immer mehr verweichlicht. Wie ist das gemeint? Und wieder, ich malte so ein Bild vor 200 Jahren. Ich habe einen Büffel erlegt. Das sagte der Mann vor 200 Jahren und das war sein tägliches Leben. Raufs auf Pferd, mit dem Gewehr und dann vielleicht selber verletzt. Ja. Du musst dir immer vorstellen, wenn ich so ein Bild mal, was waren das für Menschen, die, für die es ganz normal war, dass die sich auf ein Pferd setzen und dann auf die Jagd gingen und dann mit einem Bären kämpften oder mit einem Rindsviech, egal was. Vor 70 Jahren, oh, ich habe das Dach gemacht. Ja, das war so der Mann, der sozusagen am Haus selber tätig war, der sich ein Haus baute, der selber. Heute der Mann oder die Frau, du, ich habe meine Beine rasiert. Ja. Und für all diese Menschen ist das Leben immer ganz real und echt. Das heißt, für den, der damals sich seine Wunden selber nähte, war das Leben genauso echt wie für jemanden heute, der sich seine Beinchen rasiert. Das heißt, wir haben ein Phänomen, das am Ende einer Hochkultur die Gesellschaft immer mehr verweichlicht. Das hat was damit zu tun, dass die sogenannten Eliten immer mehr sich vom Volk distanzieren. Das heißt, immer mehr die Realität des Lebens verlieren gleichzeitig, aber sind sie ja vom Volk, von der Wahl abhängig, haben Angst vorm Volk. Das führt dann so zu paranoiden Verhaltensweisen, wie gebt den Leuten Brot und Spiele. Und das mündet dann meistens irgendwann dann in einen Umbruch, in einen Krieg und wieder in Umwälzungen. Und wir erleben das jetzt gerade, dass also die Menschen mit Brot und Spiele abgetan werden. Und ich weiß natürlich nicht, wie das bei dir war. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Ich war heute in einem Restaurant, Kent, das ist der älteste Türke in Wien, da war ich essen und da saß ein junger Mann und man sah, er war also so klassisch alternativ, ja, wie er angezogen war und wie er sich gab und hatte zwei Kinder, zwei Menschen, die ihn wahrscheinlich Papa nennen und das war ein Saustall, wo er aß. Das heißt, die Kinder, die spielten mit Essen herum, die schmissen herum, ja, also am Boden lag Essen, dann spielten sie mit dem Handy. Es war eine völlige Disziplinlosigkeit und wieso erzähle ich dir diese verschiedenen Dinge? Viele Menschen verstehen nicht, was Erziehung bedeutet, dass Erziehung eigentlich das ist, dass du ein Bewusstsein an eine materielle, begrenzte Welt führst. Das heißt, unser Bewusstsein, unser Denken kennt keine Grenzen.
In der materiellen Welt müssen wir uns aber gewissen Grenzen unterwerfen. Das beginnt zum Beispiel beim Essensritual, dass ich eben beim Essen nicht spiele, sondern sorgsam mit der Nahrung umgehe. Das beginnt bei einem Reinigungsritual, dass ich mit der Zahnbürste nicht herumspiele und auf ihr herumkaue oder vielleicht Puppen die Zähne putze, sondern das ist ein Pflegeinstrument. Und viele Menschen erkennen nicht diesen Zugang, dass man sagt, du, aha, Erziehung bedeutet, dass ich diesen jungen Menschen, der in seinem Bewusstsein zügellos ist, an eine begrenzte materielle Welt heranführe. Und viele Eltern schaffen das nicht mit so banalen Sachen wie dem Essen, wie dem Schlafen gehen und wundern sich dann, dass dann die jungen Kinder, die aus diesen Säuglingen werden, dann plötzlich nicht mehr damit umgehen können, dass sie um 8 Uhr aufstehen müssen, in die Schule gehen, dass sie gewisse Regelmäßigkeiten erfüllen müssen, damit diese Gesellschaft miteinander funktioniert. Schlagwort Arbeit. Ich habe viele, viele Menschen in der Ordi, auch junge Kollegen, die zum Beispiel bei uns beginnen zu arbeiten und die sich dann irrsinnig schwer tun, dass sie rechtzeitig aufstehen. Zu meiner Zeit, wie ich Kind war und ich wäre spät gekommen, hätte man mir die Ohren langgezogen, hätte mit mir nicht lieb geredet, vielleicht ein Fotzen gegeben beim ersten Mal und beim zweiten Mal hätte ich den Job verloren. Das heißt, du merkst, da ist einmal ein Wandel in der Gesellschaft und für den Betroffenen, der sich aber immer in dieser Phase einer gesellschaftlichen Zeit befindet, für den ist das Leben halt so. Der weiß ja nicht, wie es vorher war, der weiß nicht, wie es nachher sein wird, sondern für den sind die Probleme, zum Beispiel in der Früh, boah, 8 Uhr aufstehen, das ist ernst, das ist wahrhaftig. Okay, wir haben also ein Phänomen, was ich dir mit diesen Bildern jetzt zeigen wollte, war, dass wir das Phänomen haben, wir haben ein begrenztes Leben in unserer Gesellschaft, das heißt, wir müssen uns an gewisse Grenzen halten, wir müssen mit gewissen Dingen umgehen lernen und wir haben aber gleichzeitig eine Generation, die heranwächst, weil die Eltern es nicht schaffen, sich diese Dinge zu zerlegen, sondern viele Eltern erliegen auch den Konsumwahn, viele Eltern konkurrieren dann mit Paarungsritualen mit den eigenen Kindern. Ja, man will für immer jung sein. Der weise Alte ist sozusagen der Gesellschaft verloren gegangen. Und so kommt es, dass die Gesellschaft allgemein immer mehr in Dekadenz erstickt. Und jetzt sagst du, das Leid begann mit einer Schwangerschaft. Und ich habe das sehr häufig in der Ordination erlebt, dass junge Frauen mit dieser Schwangerschaft überhaupt nicht umgehen können. Wieso nicht? Weil es wird ihnen in Medien erzählt, es ist so schön und Kinder und alles ist so super und, und lustig. Und keiner sagt einem, dass Kinder bekommen eigentlich die ersten paar Jahre ist nicht Arsch ist, ja. Es ist hart, man muss aufstehen, man muss auf seine Vorlieben verzichten. Wenn man es wahrhaftig macht und für das Kind da ist, man beginnt zu kochen, man ernährt sich nicht nur mit Junkfood, sondern man beginnt über Nahrungsprodukte nachzudenken. Man beginnt das Kind zu beobachten. Man versucht dem Kind spielerisch diese Grenzen zu zeigen. Das erfordert viel, viel Arbeit. Und wenn man das wirklich gut macht, ist es ein Fulltime-Job. Das ist hart. Und jetzt setzt das zusammen, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Gesellschaft auf der einen Seite immer mehr in Richtung Brot und Spiele abdriftet, ja, dann finde dich selbst und mach dir die Titten und die Augenbrauen und alles super und die Mädels und die Männer, also nicht nur Frauen, auch die Männer, jeder will cool und hip sein, aber gleichzeitig ist man immer weniger bereit, was zu leisten. Und da erlebe ich es sehr häufig, dass solch eine Schwangerschaft die jungen Mütter in einen Engpass treibt, wo sie dann, weil sie viele Dinge nicht mehr artikulieren können, dann diesen Frust in Form von nächtlichen Pressen, in Verspannungen, in Rückenschmerzen und ausdrücken. Und wenn das natürlich eine lange Zeit geht, wenn du in der Nacht stressbedingt lange presst, wenn du dich verspannst, dann wirst du alle möglichen
Erkrankungen bekommen. Die Medizin wird dich dann benennen mit atypischer Gesichtsschmerz, Trigeminusneuralgie, Trigeminusneuropathie, kraniomandibuläre Dysfunktion. Ja, alles, was es da so gibt, sind alles erfundene Dinge. Die Hauptursache liegt darin, dass wir in der Gesellschaft immer weniger soziale Empathie haben. Das heißt, die Menschen, die fühlen, dass diese ganzen Werbeslogans und diese "Boah, du bist meine beste Freundin, du und ich hab dich so lieb", dass das nur oberflächliche Worthülsen sind, denn es scheitert dann meistens an den Taten. Das heißt, die Oma, die so besorgt ist um ihre Enkel und die sie so sehr liebt, ja, eine halbe Stunde auf die Enkel aufpassen, aber wenn man sie dann bittet, vielleicht einmal einen Tag, zwei Tage, das geht schon immer, denn boah, sie ist überlastet. Das heißt, wir Menschen, wir fühlen diese Kälte untereinander, häufig auch in Beziehungen, und dann reicht so eine Schwangerschaft aus und treibt dann einen Menschen sozusagen in eine Schmerzspirale, in eine Leitspirale und. Und ich habe dir dieses Video jetzt gemacht, nicht weil ich sage, du, das ist bei dir so. Ich habe das sehr häufig so erlebt und viele Frauen werden jetzt natürlich sagen, ja, Moment, ja, also Jaroslav, ich schaffe das schon mit dem Kind, aber es ist trotzdem die Ur-Action. Ja. Ich versuche hier Bilder zu malen, dass eine afrikanische Mutter mit drei Kindern, zwei in den Armen, eines unbunden, 20 Kilo Holz am Kopf und hinten drei Kanister mit je 15 Liter Wasser, 10 Kilometer durch die Wüste hatscht. Für diese Mutter ist dieses Leben genauso real und genauso selbstverständlich wie für hier die Mütter, die sich beschweren, dass sie also in der Früh aufstehen müssen und dem Kind eine Jause machen, dem Kind eine Jause zumachen und sich nicht in Ruhe ihre Beine rasieren können. Das heißt, wir haben hier Spannungen und vieles Unausgesprochenes in der Gesellschaft und ich würde vielleicht einmal auch in die Richtung nachdenken, vielleicht hat es mit dir selber zu tun. Das heißt, dass du durchaus schon so verweichlicht sein kannst, dass so eine Schwangerschaft dann so ein Stressor ist, dass dieser Stressor bewirkt, dass du dann presst, knirscht, dass du deinen Frust sozusagen in Verspannungen lenkst und dann bekommst du körperliche Probleme. Dann kommt dazu, dass wir ein Gesellschaftssystem haben oder ein Medizinsystem, welches dann vielleicht noch Seelestreicheleien macht, also oberflächlich Bekümmertheit ausdrückt, um dann zu einem Geschäftsabschluss zu kommen. Dann werden den Menschen noch dumme Diagnosen aufgeklatscht, wie zum Beispiel, ja, das ist eine kraniomandibuläre Dysfunktion und du brauchst eine Schiene. Die Schiene wird natürlich gar nichts helfen, weil du wirst weiter pressen, du wirst weiter knirschen. Was helfen würde, wenn angenommen meine Story schlägt so ein bisschen in die richtige Kerbe, was dann nur helfen wird, ist, dass du versuchst, dich diesen Irrsinn, den wir heute Gesellschaft nennen, den wir heute Erziehung nennen, zu stellen. Du versuchst, viel Zeit für dich und das Kind zu finden in der freien Natur. Es klingt immer so blöd, die Leute glauben immer, wenn ich sage, du gehst in den Wald spazieren, ich nehme das auf die leichte Schulter. Aber es hat einen Grund, wieso verletzte Tiere, mein Hund ist zweimal angefahren worden und ohne dass man ihm irgendetwas gesagt hat, ist er in den benachbarten Wald gegangen und lag dort zwei Wochen im Wald. Wir brachten ihm nur was zum Trinken und der Hund legte sich instinktiv zu einem großen Baum und das Leben entschied, weiterleben oder nicht. Er überlebte das und ist heute wieder wohlauf. Aber Tiere machen das instinktiv, dass sie sich also in die Natur zurückziehen, weil sie wissen, die Natur nimmt negative Energien auf. Wir merken das dann nur so oberflächlich, so nach einem Waldspaziergang, jetzt geht es uns gut. Mittlerweile gibt es da schon auch wirklich sehr gute Daten und Studien, wo man also gezeigt hat, dass so ein banaler Waldspaziergang unser Immunsystem stärkt, unsere, nenn es Körper, Energien neutralisiert oder in negative Energien neutralisiert, was schlecht ist, sich umgeben mit diesen Konsumwaren, shoppen gehen, Handy,
und diese Schlagworte. Das heißt, sollte ich vielleicht in die Kerbe schlagen, dass etwas an meinem Gesagten auch auf dich zutrifft, dann kann ich dir nur empfehlen, hör auf mit dem Doktorhopping. Ja, lass dir schriftlich geben, dass du keine krankhaften Befunde hast. Du kannst uns gerne ein Röntgenbild schicken, ich schaue mir das gerne an. Wenn da aber nichts zu sehen ist, dann versuch von dem ein bisschen abzulassen. Schau, dass du mehr Zeit mit dir und mit dem Kind in der Natur verbringst und versuche, über die Dinge nachzudenken, wie sie sind. Das heißt, von deinem Ego losgelöst, weil your ego is not your amigo. Das Ego ist es, was uns dann solche Situationen raufbeschwört. Ich schaffe das alles nicht mehr. Und ja, würden wir das heutige Leben vergleichen, wo wir sagen, na, ich schaffe das alles nicht mehr mit, ich sage jetzt vor 200 Jahren, dann hätten uns wahrscheinlich die damaligen Menschen ausgelacht. Oder heute eine Mutter mit einer afrikanischen Mutter vergleichen, dann würden uns die afrikanischen Mütter eigentlich auslachen, was für einen Wohlstand wir leben. Es kann natürlich auch sein, dass ich ganz falsch liege. Ich habe dir jetzt nur erzählt, was ich so in der Orte beobachte, dass wir also eine Verweichlichung der Gesellschaft haben, dass es uns sehr, sehr gut geht und wir dann häufig an banalen Situationen wie zu einer Schwangerschaft sozusagen uns zerstreuen. Behalte immer so vor Augen, täglich werfen 7 Millionen Frauen, das heißt so eine Schwangerschaft, das ist keine Erkrankung, das ist ein normales biologisches Phänomen, sicherlich kraftraubend, möchte da jetzt nicht so das irgendwie herabtun, ja, ich weiß, jede Frau, die ein Kind gebärt, das ist sicherlich eine ganz einzigartige Erfahrung, aber das passiert bei den Menschen und im Tierreich überhaupt tagtäglich Millionen Mal. Das ist also keine Erkrankung, es ist ein normaler Prozess, mit dem die junge Generation immer weniger umgehen kann. Und vielleicht wird dir dieses Video ein bisschen helfen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Liebe, bei Fragen jederzeit, in diesem Sinne.